kurz diesem Video und ich hoffe, euch hat der Intro nicht so erschreckt. Aber was soll's? Ist ja auch ein Trolling-Video. Und ja, und macht das nichts, oder? Was denkt ihr? Auf jeden Fall sage ich jetzt hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ihr wisst ja, dass mich Cliff Crafter mal getrollt hat. Hat, ja genau. Hier ist das Video dazu. Ich hier verlinke das obere. Da hat er nicht vorgelegt, er wollte mich trollen, hat er leider auch geschafft. Und dann habe ich mal so ein Video gemacht. Ich will ihn zurücktrollen. Und das ist schon länger her, wie ihr seht, vor 5 Monaten. Das heißt, Februar minus 5 ist September oder so. Und ja, das ist schon länger her. Und dann dachte ich mir, ja, komm, schreibt in die Kommentare. Oder schickt mir eine E-Mail, wie ich ihn trollen kann. Und dann habe ich eine Mail bekommen und ich glaube, die war sogar von ihm selber. Was ich alles machen soll. Ja, das habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich gedacht habe, dass er selber ist. Das Trollen kam eigentlich eher unerwartet, denn wir haben WhatsApp geschrieben. Ich kenne ja auch in Real Life den Cliff Crafter. Und dann habe ich mir gedacht, was ich da schreibe, das ist eigentlich völliger Blödsinn, aber irgendwie auch lustig. Und dann habe ich mir so das halt gedacht und irgendwie habe ich gedacht, ja, das ist so ein halbes Trollen. Aber eigentlich gibt es eigentlich gar kein halbes Trollen, weil halbes Trollen ist volles Trollen. Weil wenn man einen trollt, dann ist es egal, ob man ihn voll trollt oder gar nicht. Das ist ja. Es ist ja. Es gibt einfach nicht so Halbtrollen. Jetzt habe ich mir gedacht, ja, jetzt habe ich ihn schon ein bisschen getrollt, das troll ich ihn jetzt. Und mache jetzt auch ein Video dazu, das habe ich jetzt hier. Und wie ihr seht, unten ist das Video zu halb getrollt, ist von uns gewollt, das habe ich euch mal, falls ihr mal anschauen könnt. Und ja, dann würde ich sagen, zeige ich euch jetzt meinen Troll. Jo. Dann war es nämlich so, WhatsApp, ja. Er hat mir so geschrieben, du hast wohl Livestream. Hast du einen Livestream gemacht heute? Und ich gesagt, nee, wieso? Und dann er so, ja, weil einer war. Und habe ich gesagt, oh, so ein Versehen. Ihr kennt ja die eine F-Taste bei Minecraft. Da geht's gleich ein Livestream los und das war jetzt nicht so ganz super, aber egal. Da habe ich mir gedacht, Alter, jetzt ernsthaft, musst du mir jetzt jedes Scheiße kommentieren, die ich mal falsch mache, als ob du nie was falsch machen würdest. Und eigentlich aus Frust fast habe ich dieses hier geschrieben. Ich lese es euch mal vor. Alter, ja, du bist der Beste im MP einprägt. Ja, du kannst besser streamen. Ja, alles, was ich mache, zu bemängeln, aber was mit dir ist perfekt. Ja, du verstehst nicht, wieso ich mehr Abonnenten habe, wo du so viel mehr verdient hast. Ja, du machst doch alles richtig und alles falsch. Das wollte ich mir sagen. Stimmt's? Also, jo. Dann also. Ich sag einfach ja. Nein. Punkt, Punkt. Es geht rechts weiter. Warum denkst du das? Ich weiß es. Swap mal nächstes Bild. Sag einfach ja. Nein. Punkt, Punkt, Punkt. Warum denkst du das? Ich weiß es. Falsch. Du machst das bessere Videos. Sonst hätte ich mehr Abos. Und ich streame besser. Und ich streame nicht besser. Sondern nur häufiger. Zu meinem Projekt bin ich nicht unbedingt der Beste. Ich habe nur am längsten gezockt. Naja, ich fehle mehr als du. Also mache ich mehr falsch. Habe ich geschrieben, ja, okay, alles gut, alles supi. Und dann hat er mich geschrieben, hast du nur Spaß gemacht und mich gedrollt? Habe ich ihm herzlich geschrieben, und nicht schwul, falls ihr denkt. Und jetzt, wo ihr es gerade seht, oben ist Crystal, yeah. Ich muss mir noch Premium kaufen und dann sage ich euch natürlich auch, wie ich dort heiße. Okay, mach jetzt weiter. Also, und geh sterben. Und ich so, haha, ja, tja. So, es war mein kleiner schriftlicher Troll. Mündlich, boah, das ist nicht so einfach zu machen. Ich werde es vielleicht nochmal ansprechen in einem Video, wo wir zusammenspielen. Und ja, auf jeden Fall soll ich das anschauen. Ich hoffe, euch gefällt mal sowas, dass ich mal wieder getrollt habe. Bei dem Cliff Crafter war es halt wirklich mal nötig. Und sagt, und ja,
Wen soll ich mal trollen? Schreibt mir per E-Mail zu zickerfreak-privat@web.de. Das werde ich auch noch verlinken, weil das meine private E-Mail-Adresse. Da komme ich lauter E-Mails. Ja, mach das. Jo, dann danks anschauen. Tschüss. Euer Zickerfreak. Und ihr nicht vergessene, halb getrollt ist ganz gewollt. Ciao.